So, das war jetzt also welche Perle? Das war die Perle. Das sehe ich ein. Dort unten rechts, wie gesagt, nur bei Ming-Zu. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Nee, die Perle beziehungsweise das Tier, was dort auf der linken Seite eingeblendet wird, das sind nur die Sachen, an die ich jetzt überhaupt noch nicht rankomme. An die komme ich jetzt gar nicht ran. Nicht ran, nicht ran, nicht ran. Warum komme ich an die nicht ran? Weil ich dafür den Code für die eine Tür brauche. Ne, beziehungsweise den Schlüssel. Ja, genau. So, jetzt war aber die Rede davon. Beziehungsweise, wenn ich mir das so angucke, dass hier irgendwas. Bekommst du das auf? Ja, Hey! Sir. Ja, Sir! Ja, Ma'am heißt das. Aber egal. Alpha-Abteilung, Lagerhaus, Double H ist eine coole Sau. Depp, 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 depp. Ich bin heute total in Singlaune. Es tut mir leid. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? So ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ja, total fröhlich. Hab total viel Spaß. Dupp, Ich weiß, wohin das führt. Nino hat mir davon erzählt. Das geheime Lager der Alphas. Und da bewahren sie ganz alpha-mäßige Dinge auf und so. Irgendwas in der Art. Was? Schlachthäuser? Nee, ach so, ich dachte, keine Daten. Okay, jetzt war ich irritiert. Ich will nicht zum Schlachthaus. Siehst ja auch die ganze Zeit. Quatsch, ich kann ja auch gar nicht zum Schlachthaus kommen. Warum kann ich nicht zum Schlachthaus kommen? Ich bewege Ach mich nicht so. von der Stelle. Seien Sie Wieder die berühmten vorsichtig. Fahrstühle, die man nicht von innen aktivieren kann. Ja. Warum? Was? Was ist das hier? Für das Schlachthaus muss ich doch von der Rennstrecke aus dahin kommen. Das wird wieder irgendwas sein hier, wo ich extrem viel schleichen muss, oder? Laufen hier Alphas rum? Ah. Mit einer geringen Chance, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% laufen hier Alphas rum. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit können wir auf 100% ausweiten. Okay. Schauen wir mal woanders hin. Ja, genau. So in der Art. Ups. Ah. War mir nicht schwach. Halt. Nein. Ich bin unter Beschuss. Scheiße. Nein, du stehst nicht unter Beschuss. Das hast du dir eingebildet. Das hast du dir eingebildet. Du hast dir das eindeutig eingebildet. Hahaha. Ja, das hat er nämlich davon, wenn er hier die ganze Zeit denkt, so, dass er mich. Aber nee, da hat er nämlich. Hat er nämlich gedacht, dass er mich. Wofür ist das jetzt? Ih, Ratten! Ich habe die rottige Zone gefunden. Da werde ich ja ganz schön, au, rattig, wenn ich das hier sehe. Da oben kann ich noch hin. Ich wusste es doch. Aber das ist nur für diese Kiste. Aber es sind Credits. Deswegen bin ich damit einverstanden. Und ich kann hier drücken. Und ich kann hier SOD-Sets nehmen. Und ich bin ein fröhlicher Mensch. Und jetzt ist das Tor hier offen. Und das hat mir fast nichts gebracht. Sind da überall Credits in den Kisten drin? Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Nur mal so. Pui! Kapui! Kapui! Behälter, Bergbauextraktion. Aha. Die bauen hier Credits im großen Stil ab. Oder so. Was weiß ich, was die hier machen. Das ist ein Lagerhaus. Okay. Das könnte jetzt knifflig werden. Da drüben ist Hä? Was? Wie? Wo? Wer? Wann? Warum? Eindringling, Eindringling. Nein! Ich wurde weggelasert. Weggelasert. Verdammt. Ich finde es aber schön, dass man auch tatsächlich abseits der Wege dann doch noch ein bisschen mehr entdecken kann. Das war jetzt nur zufällig, oder? Ja, genau, es war nur zufällig. Weil er gerade in meine Ecke geguckt hatte. So. Das kann ich nämlich eigentlich so machen. Und dann so. Gut. Ich hoffe sehr. Er ist der einzige Alpha hier. Super. Gut, jetzt kann ich nämlich so machen. Und dann so. Und dann ist er weg. Okay. Dupp-di-dupp-di-dupp-dupp. Ich mag sowas, doch. Also, beziehungsweise, ich habe gerade den Nerv irgendwie dazu. Kann vielleicht auch ein bisschen daran liegen, zugegebenermaßen, dass ich mich jetzt hier ein bisschen auch umfassender umgucke und so weiter. Weil ich jetzt erst am Mittwoch ein anderes Projekt abgeschlossen hatte. Nämlich Super Mario World 2 Yoshi's Island. Und jetzt will ich auch ein bisschen was von Beyond Good and Evil einfach für mich haben. Und wenn ich mich hier einfach so ein ganz klein bisschen umgucken kann und so, dann finde ich das irgendwie schön.
dieser Laser dort stört mich so ein bisschen. Bisschen. Nujubujubu. Wow. Knappe Kiste. Knappe Perle. Schöne Perle. Alpha-Abteilung. Hauptquartier. Was? Im Hauptquartier? Nein. Ich erreiche das Ende des Spiels. Und gleich flimmert hier der Abspann entgegen. Dupdi-dupdi-dup. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich mich durchgeglitscht hätte. Es wäre irgendwie typisch für die letzten paar Spielesitzungen gewesen, aber na gut. Wir wollen mal nicht so sein, ne? Das, ja. Das war jetzt aber nur so eine Zwischenperle quasi. Hier geht's noch weiter. Interessante Sache. Ja. Einfach jetzt ein bisschen Beyond Good and Evil ausgiebig zocken. Ne, irgendwie ist das jetzt falsches Timing. Ein bisschen ausgiebiger Beyond Good and Evil zocken und ja, ich meine, ihr habt dann ja noch ein paar Projekte. Ich habe auch noch ein bisschen was ich heute aufnehmen will in der Theorie. Eigentlich ist ja heute auch Livestream-Tag. Da muss ich dann, oh, zwei Perlen. Da muss ich dann aber gleich noch gucken, beziehungsweise gleich mal schauen, ob mich Schnubbi mittlerweile schon angeschrieben hat. Und ja, dann muss ich ihm mal mit ihm mal so ein paar Dinge einfach durchgehen, gewissermaßen. Ja, ja. Weil, für so ein Livestream, da wollen ja so ein paar Dinge im Vorfeld eigentlich abgesprochen werden. Eigentlich. Aber egal. Wenn das weitergeht mit den Credits, bekomme ich 3999 doch noch zusammen. Das wäre schön, wenn ich die noch in der Stadt zusammen bekäme. Weil dann könnte ich, das Örtchen relativ. Ja gut, ist doof, dass man hier keine Karte hat. Hätte es hier irgendwo eine Karte gegeben und war ich einfach zu doof, die zu fotografieren oder so? Ich hoffe nicht. Hm. Ist das hier. Nee, was anderes kann man hier nicht machen, oder? Holzkiste und Schiebetür und. Ich hoffe sehr, dass ich auch keine Viecher hier vergessen habe oder so. Naja. Dupdi-dup. Wo bin ich jetzt hier? Drücken. Aha. Hm? Was? Wie? Wer? Wo? Wann? Warum? Nein! Ja! Ach, ich glaube, das war. Ich glaube, das war Absicht, oder? Man sollte jetzt so einen Wow-Moment quasi gesehen haben, wo man vor den Alphas wegläuft und hier so und da so und wow so und boah, ist das spannend und hast du nicht gesehen und. Adrenalin! Aber Jade ist echt flink. Das kommt von da drüben! Nein, kommt gar nicht! Ich gehe! Alarm! Aua! Hui! Okay, jetzt habe ich so ein ganz klein bisschen das Ganze ins Lächerliche gezogen, aber ich glaube, der Abschnitt ist dann doch ein bisschen schwieriger. Drücken. Dupdi-dup. Okay, man kann. Nein, es geht. Gut. Eindringlich. Nein. Bitte nicht reinlaufen. Es wäre so schön. Was würde passieren, wenn ich dort recht gehen würde? Es würde nichts bringen, denn der Weg ist nur eine Gabelung. Also man wird wieder auf den gleichen Weg zurückkommen, das verstehe ich jetzt total. Da. So, hier nicht, da nicht, nein. Das ist voll scheiße. Hä? Okay, Moment. Muss man an der Stelle wirklich umdrehen? Ich glaube nämlich nicht so wirklich. Weil sobald man umdreht, wird man nämlich getroffen von denen. Ich glaube, ich muss da die Kurve gar nicht laufen, sondern ich muss da irgendwie was anderes machen. Schauen wir uns nochmal genauer an. Ich laufe einfach nach Süden. Nach Süden. Immer nach unten. Immer schön nach unten. Hm, ja, das kommt von da drüben. Tralala und so weiter. Ich gehe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich. Wie jetzt? Hä? Das funktioniert auch gar nicht. So richtig kämpfen kann ich auch nicht. Starkus essen. Muss doch die Kurve laufen? Moment. Zunächst einmal machen wir Folgendes. Wir verschaffen uns volle Energie. Theoretisch könnte ich auch die PB1s jetzt nochmal umverteilen, oder? Auch wenn Double H nicht in der Nähe ist. Aber irgendwie muss ich dann ja zwangsläufig doch die Kurve laufen. Verstehe ich nicht. Der erwischt mich doch dann sofort. Ihr wollt mich doch veralbern, wollt ihr mich? Dup. Laufen. Jade, du bist so flink. Jade, du bist so toll. Jade, tralalala. Und so weiter und so fort. Jetzt auf einmal klappt das. Warum auch immer. Ich verstehe es überhaupt nicht.
Explosion. Überall Explosion. Überall und hast du nicht gesehen und... ich bin in einer Sackgasse. Nein, bin ich nicht. Ich kann hier fliehen. Oh ja, ich entkomme nämlich der Alpha-Abteilung. Sind Sie okay? Ja, geht so. Aber wir hauen besser ab, bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen geborgt habe. Weg hier! Nein. Treppe hoch. Weg hier! Fußgängerzone. Ja, das war jetzt interessant. Mittlerweile müsste ich auch auf allen Planungsplakaten von denen ganz oben stehen, aber naja. Gut, das war super, dass wir das geholt haben. Jetzt, wo kann ich denn noch was machen? Etage 2. Oder Etage 3. Was ist Etage 3? Ist das die Akuda-Bar? Da soll noch eine Perle sein? Gehen wir nur noch ganz kurz gucken. Wäre dann ja quasi gesehen auch das Letzte, was wir hier in der Fußgängerzone machen können. Kurz nochmal auf die Karte gucken. Hier bin ich Etage 2. Direkt hinter mir sollen jede Menge Perlen sein. Oh! Hä? Wo habe ich den Schlüssel denn jetzt her? Alpha-Abteilung U-Quartier. Ich habe keine Ahnung. Mit den Schlüsseln komme ich auch überhaupt nicht mehr hinterher. Das ist irgendwie witzig. Credits bekomme ich hier wieder. Und irgendwas kann man mit dieser Kiste machen. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Ja, ja, irgendwas kann man hier machen. Macht steigt mit der Anzahl, Miss Jade. Carson und Peters Kapitel 21. In dieser Richtung geht's nicht weiter. Ja, aber reicht das trotzdem? Der kann ich hier rein? Von der tatsächlich. Abgeriegelt. Vorsicht. Ah. Okay, später wieder. Ist natürlich auch schön, dass man von Double H die ganze Zeit getrennt wird, weil er irgendwie zu klobig ist, um uns irgendwie zu begleiten. Das heißt, die ganzen Stealth-Abschnitte und so weiter, die macht man die ganze Zeit wieder alleine. Wow. Das war jetzt voll Zufall, weil ich einfach dachte, die Lücke würde schon passen. La la la. Hui. Wow. Okay. Und... Achso, hier kann man... Aha. Einfach die ganze Zeit ducken, oder? Sicht. Hoffentlich nicht verkehrt. Dupp-di-dupp-di-dupp. 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 Wow. Wer richtet solche Laserbarrieren ein? Derjenige hat doch einen Vollschuss. Hallo, Jade. Achso, du bist hier unten. Tut mir leid. Entschuldigung. Hab nicht drauf geachtet, wo die Leiter ist. Was? Achso. Aha, okay. Dupp-di-dupp-di-dupp. Bitte nicht den Hintern verbrennen. Das wäre irgendwie sehr, sehr doof. Kann das überhaupt so richtig... Wo soll ich denn jetzt hin? Achso, hier. Kann das überhaupt so richtig wehtut? Oder vielleicht löst es ja auch nur normalen internen Alarm aus. Was zum... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Schnu, 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 schnu. Das war gemein. Och nö. So eine Verarsche. Okay, zum einen kann ich mir wieder volle Energie geben, aber da ist jetzt mal die Starkus. Oder vollere Energie. Das zum einen. Und zum anderen weiß ich ja jetzt, dass ich dort unten ein bisschen mehr aufpassen muss. Kann man, ich habe jetzt gar nicht versucht, den rechten Trigger zu drücken, während ich mich da so entlang geschlichen habe. Vielleicht geht das ein bisschen schneller, als nur so normal zu schleichen. So. Aha. Schleichen, schleichen, schleichen. Schleichen, schleichen, schleichen. Nee, ist nicht wirklich schneller. Also zumindest so auf... Wenn sie so schleicht, ist sie nicht schneller. Vielleicht... Aber wenn sie so schleicht. Nein, ist sie auch nicht. Gut, dann halt nicht. Dann ist es einfach nur... Eine Timing-Geschichte. Verdammt.